Hallihallo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von, ich wollte sagen, Sky Factory 2, Minecraft Legends Awakening. Diesmal machen wir wieder mit dem Unterwassertempel weiter. Genau, letztes Mal hier runter den letzten Guardian, oder vermutlich den letzten Guardian noch besiegt. Und hier ein paar Sachen abgebaut, gefahren. Und jetzt in dieser Folge gehe ich einfach mal weiter nach unten und gucke, wie das da so aussieht, was da noch auf mich zukommt. Ich gönne mir mal noch ein paar Leitern unten. Hier. Werkbank und Leiter. Lol, war das so? Gut, 18 Leitern. Das ist, glaube ich, ein bisschen was. So viel hätte ich nicht mal gebraucht. Und die Lecks sind immer noch da. Freely. Ich hatte mich gerade gefreut, dass es ein bisschen besser geht. Dann sind die Teile immer noch da. Ach, erstmal mit dem Schwamm ein bisschen was vom Wasser entfernen. Oh, da ist ein Guardian. Nein. Schwammi. Oh, da ist ein Guardian. Muss ihn töten. Da ist er. Oha, das ist ein ziemlich großer Raum. Mal ausleuchten. Nochmal die Leiter, damit ich hier hochkomme. Okay. Jetzt Leitern hochgehen. Dann noch das restliche Wasser in dem Gang entfernen. Der Gang sieht dort nämlich sehr interessant aus. Das sieht gefährlich interessant aus. Aber ansonsten scheint mir, als wäre hier schon nahezu alles Wasser weg. Ups. So, genau, damit ist hier unten auch das Wasser entfernt. Mir fällt auf, dass ich vermutlich zu wenig Fackeln mitgenommen habe. Egal, habe ich jetzt Pech gehabt. Meine Spitzhacke ist fast alle, das heißt, ich nehme mir gleich mal eine neue. Und dann geht es hier rein. Ich habe ein kleines bisschen Angst vor diesem Raum, weil ich nicht weiß, was mich da drin erwartet. Auf jeden Fall ist da schon der erste Guardian, der mich auch schon fokust. Okay. Also das ist ein ziemlich großer Raum. Luftholen. Okay. Ein ziemlich großer Raum. Wobei ich jetzt gerade schon von einem Guardian gefokust werde. Ich weiß nicht, ob ich diesen Raum mir gönnen sollte. Fuck. Ich bin halt einfach mal easy vom Server geflogen. Ich hoffe jetzt so doll, dass ich noch da bin, wo ich mich ausgelockt habe. Und dass ich nicht wieder am Spawn lande wie letztes Mal. Zwar irgendwie total komisch, habe ich mich in der Farmwelt ausgelockt. Und als ich mich lol, was geht gerade mit unserer Internetverbindung? Als ich mich das letzte Mal eingeloggt habe wieder, kam ich dann am Spawn raus. Ich hoffe einfach, das passiert nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich wieder an dem Tempel bin. Bitte. Ja! Oh. Oh mein Gott. Ich hatte jetzt so Angst. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwie... ich glaube, das war bei uns irgendwie ein guter Neustart oder sowas. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt was gebracht hat. Dass ich dann endlich wieder weitermachen kann, ohne dabei Angst zu haben. Auf jeden Fall bewegt sich die Kuh wieder. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich lagge immer noch so doll. Oder nicht? Vielleicht auch nicht. Nein, ich glaube, ich lagge nicht so doll. Das wäre doch mal geil. So, und wenn ich hier komme, dann zeige ich mal den Elfen aus meiner Stadt, dass man auch allein einen Tempel clearen kann. Dass es nicht darauf ankommt, dass man Dia-Rüstung dabei hat. So, Schwamm trocknen. So. Genau, da ist der Schwamm trocken. Zumindest gleich. Ich dachte, der wäre schon trocken. Jetzt. Da ist der Schwamm trocken. Und jetzt gehe ich wieder da rein. Und mache es. Ja, ich mache es letztes Mal. Ich teile das hier wieder so in zwei Etagen. Hier die eine. Die ich auch hier beende. Autsch. Aua.
Ich glaube, ich wurde gerade von irgendwelchen Teilen gefokust, kann das sein? Es ist total problematisch, dass man die Partikel nicht sieht. Aber irgendwo hier ganz in der Nähe ist da was. Irgendwas fokust hier. Man sieht halt nur nicht was. Dann mache ich hier mal zu. Und ess was. Ah, mein Brot wird langsam alle. Das ist auch nicht so toll. Ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber das ist bei den Lecks ja nie vorhersehbar. Oha, da habe ich ein Loch vergessen zuzubauen. Da. Genau. Und hier auch, wie ich sehe. Das heißt, jetzt gehe ich hier wieder nach oben. Schwamm rein, schmelzen. Jetzt kann ich mir schon mal wieder runter ins Inventar tun. Genau. Rein hier. Und jetzt muss ich hier irgendwo mal was mit Fackeln machen, mit Licht, dass ich was sehe. Ich habe nämlich keinen Plan, was hier dahinter ist. Oha. Lol, was ist das denn? Ich mach das mal kaputt. Also ich habe es jetzt schon kaputt gemacht. Es funktioniert halt nur gerade nicht. Ich habe es doch nicht kaputt gemacht. Aber das mache ich. Lol. Dass man da reinfährt, hätte mir ruhig mal jemand sagen können. Schwamm abbauen. Schwamm wieder trocknen gehen. Damit es auch. Ist dieser Bereich hier geklemmt? Das ist einfach wieder genauso ein Turm nach unten wie der gerade. Und dann. Ja, muss ich jetzt hier halt nach links und nach rechts und nach hinten gehen. Wenn dann der Raum geklemmt ist, dann habe ich schon mal ordentlich Seelaternen. Dann muss ich mich mal dran machen, ein paar Guardians zu töten, dass ich auch solche Prismarinscherben bekomme. Denn die sind auch noch notwendig dafür. Davor habe ich schon ziemlich Angst. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich doch erst den anderen Teil hier drüben mache. Der sieht irgendwie, naja gut, der sieht jetzt nicht wirklich freundlicher aus. Aber doch irgendwie besser. Schaufel. Okay. Ich unterteile das hier auch wieder in solche Hälften. Okay. Realität versus Internet. Ich denke, halbiere ich das in zwei Hälften. Das Internet denkt nicht mit mir. Und dann platziere ich hier einen Schwamm hin, der nicht alles Wasser weggemacht hat. Lol. Ach so, weil von da oben es fließt. Jetzt würde ich hier gerne wieder hochkommen. Oh lol, da ist ein Guardian. Aua. Ach, der ist da unten. Dann töte ich den jetzt. Mein Internet denkt sich nicht mit mir. Geh down. Los. Stirb. Naja, oder halt nicht, wenn du keinen Bock hast, irgendwas zu machen. Aber ich habe schon Bock, was zu machen, also. Da ist er. Jetzt müsste der mal sterben. Ha, ich habe 2 Prismarinscherben bekommen. Nice. Die brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen was. Die brauche ich ein bisschen was, ja. Boah. Ist das denn ihr Ernst? Wie lange soll das denn noch dauern, um hier einfach nur hochzuschwimmen? Okay, ansonsten ist jetzt in der Theorie das hier schon geklemmt. Ich muss nur noch mal nach oben, das geht hier lang. Und den Schwamm durchschmelzen und auch das Wasser oben wegnehmen, das ist aber kein Problem. Der Schwamm ist nicht abgebaut worden von mir. Okay, ich wollte gerade schon wieder meinem Internet die Schuld geben, aber diesmal war wirklich ich schuld. So, hier hoch und dann muss ich das ganze Gebiet jetzt entwässern. Ja, entwässern heißt das. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Ich habe nichts gemacht.
Ich habe lediglich einen Eimer in die Hand genommen und jetzt steht da plötzlich Landschaft wird geladen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zum Spawn teleportiert werde, weil die Welt resettet wird, denn ansonsten, ich habe meine ganzen Sachen in die Kiste getan. Ansonsten. Okay, ich bin jetzt einfach nochmal. Hab Minecraft nochmal neu gestartet. Gehe jetzt auf den Server drauf. Steht da anmelden. Anmelden. Und ich hoffe einfach nur, dass ich nicht wieder am Spawn bin. Denn ansonsten. Ach Mann. Bitte, bitte, bitte. Es kann natürlich auch sein, dass der Server gerade down ist oder wieder mein. Naja. Was es halt sonst immer so macht, wenn es nichts macht. Ich bin jetzt wieder auf den Server gekommen. Und ich bin am Spawn. Die Farmwelt ist nicht resettet. Ich war einfach am Spawn. Einfach so. Komplett aus dem Nichts. Und warte mal. Hä, warte, das ist nicht die richtige Farmwelt. Bitte sag mir nicht, dass es das jetzt wirklich resettet wurde. Das war zumindest die Farmwelt, in der ich. Also. Ich kapiere gerade gar nichts mehr. Nochmal zurück in die Elfenwelt. Ja, das war die falsche Elfenwelt. Nee, war es nicht. War ich hier drin? Nee, ich glaube nicht, dass das war. Aber hä? Ernsthaft? Ist das euer Scheiß Ernst? Das ist das Asozialste, was ich je von einem Server machen lassen hab sehen. Ich hab ohne, also beziehungsweise mit den Schnitten mehrere, ich glaube 1,5 Stunden oder sowas da dran gesessen, um das zu schaffen, was ich bis dahin geschafft habe. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie schwierig das allein war, mit der Kuh, also erstmal eine Kuh zu finden, dann die Kuh ins Boot zu packen und dann mit dem Boot die ersten 1000 Blöcke zu fahren, ja? Der Spawn ist bei minus 200 noch was. So, jetzt sollte ich mir wenigstens ein Boot craften können. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der Unterwassertempel dort ist. Das hoffe ich einfach mal für diesen Server. Ansonsten, ja. Rein. Und jetzt fahre ich mal zur. Genau, nach dort muss ich. Ich glaube nicht, dass der da ist. Ich glaube, die Farmwelt wurde gerade resettet. Kam da. Warum kam da keine Meldung im Chat? Warte mal, ich guck mal kurz in der Aufnahme, ob da eine Meldung im Chat kam. Ich glaube aber nicht. Ach nein, es kann sein, dass es da gewesen war, als die Zeitüberschreitung kam, dass genau da die Nachricht kam, dass der. Oh, ich habe das Einzige, was ich von diesen 1,5 Stunden noch habe, vom Tempel, ist dieser Kabeljau. Mehr habe ich nicht von allem, was ich gemacht habe. Was ist das für ein asoziales Server? Ich fahre jetzt in diesem Teil so lang Kreis. Oh, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre jetzt nochmal zu 1000, wenn es dann nicht da ist. Okay, das ist nicht da, das Festland. Okay. Die letzten 1,5 Folgen waren komplett umsonst. Ich habe nichts aus dem Tempel mitgenommen. Alles ist in der Kiste, die zusammen mit resettet wurde. GG. Ja, nicht. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen Tempel finde, den ich dann allein cleare, aber offline. Obwohl, nee, ich habe keinen Bock drauf. Nee. Der Spawn ist wieder bei dem 228, ja. Das ist nicht den ihr Ernst, oder? Das ist nicht den ihr Ernst. Warum? Warum macht man sowas? Ich beende jetzt hier die Folge. Ich bin zu depressiv, dass ich noch was machen könnte.